Die Shell-Jugendstudie gestern hat es ja offenbart. Junge Menschen sind optimistisch und zuversichtlich, schauen aber durchaus auch sorgenvoll mit Blick auf ihre Zukunft. Kriege, Armut, Orientierungslosigkeit und vielleicht auch eine Suche, was ihre eigenen Werte betrifft. Professor Dr. Manfred Birner lehrt an der Uni Erlangen am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts und plädiert dafür, mehr Spiritualität in die Bildung zu integrieren, also mehr davon und dafür etwas weniger Wissensvermittlung, auch weil es das Verantwortungsgefühl junger Menschen stärken kann. Wir sprechen jetzt mit ihm für SR Kultur am Nachmittag. Herr Pirner, erstmal vielleicht zur Klärung des Begriffs. Wenn Spiritualität fällt, da gibt es ja eine ganze Menge Skeptiker, die sagen, ach, das ist alles Hokuspokus. Was genau ist das und was kann sie? Ja, Spiritualität ist ein weiterer Begriff, der nicht nur unbedingt mit Religion zu tun hat, aber der natürlich religiöse Wurzeln hat. Also es gibt in verschiedenen Religionen Ausprägungen von Spiritualität, aber es gibt auch eine nicht religiöse Spiritualität. Man kann sich das so vorstellen, dass in Spiritualität eigentlich es um die Grundfragen des Menschseins geht. Also wer bin ich eigentlich, wozu lebe ich eigentlich, was ist Sinn und Ziel des Lebens? Und es gibt eine sehr schöne, kompakte Definition von Spiritualität, die sagt, Spiritualität hat eigentlich zu tun mit den grundlegenden Beziehungen, in denen ein Mensch lebt. Also hat zu tun mit der Verbundenheit mit sich selbst, mit mir selbst, die Verbundenheit mit anderen, Verbundenheit mit der Welt, mit der Natur und Verbundenheit mit dem Transzendenten, wenn man denn daran glaubt, also Gott oder göttlichen Mächten. Und wenn man diese Verbundenheiten jetzt irgendwie miteinander in Verbindung bringen kann, miteinander fruchtbar leben kann, dann macht das eigentlich ein gutes Leben aus. Wie könnte man dann denn Spiritualität besser oder mehr in den Religionsunterricht integrieren? Was ist Ihre Idee, Ihre Vorstellung? Naja, nicht nur in den Religionsunterricht, sondern in Schule insgesamt. Also ich denke, wir merken doch alle, dass wir zu den Grundfragen des Lebens eigentlich neu vorstoßen müssen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Umweltkrise und die Klimakrise. Na, da neigen wir dann immer wieder mal dazu, auch in der Schule den moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen, du solltest doch und du müsstest doch. Und natürlich ist Wissen da auch ganz wichtig, Wissensvermittlung, aber es geht vor allem auch um Haltungen. Also wenn ich zum Beispiel eben die Haltung der Dankbarkeit gelernt habe und wenn ich auch der Natur begegnet bin, nochmal auf eine andere Art und Weise, als nur über sie Bescheid zu wissen, nämlich sie auch wertschätzen gelernt habe, zum Beispiel durch Naturbegegnung, durch Naturmeditation, dann werde ich nochmal einen anderen Blick auf die Natur haben und einen anderen Blick auch auf das, was im Leben vielleicht wichtig ist. Ja, und das ermöglicht dann auch nochmal eine andere Sichtweise, wenn es darum geht, auf manches vielleicht zu verzichten oder sein Leben auch irgendwie anders zu gestalten, dass wir zum Beispiel klimafreundlicher und nachhaltiger leben. Wie kann Spiritualität denn konkret auch das Verantwortungsbewusstsein bei jungen Menschen stärken? Indem das Denken an andere dann natürlich auch gefördert wird und eben das Denken zum Beispiel an die Natur. Also wenn ich positive Naturerfahrungen gemacht habe, dann werde ich nochmal eine andere Motivation haben, verantwortlich mit der Natur umzugehen. Und wenn ich eingeübt habe, auch an andere zu denken, also zum Beispiel, indem man regelmäßig abends betet und an andere denkt, für die man beten kann. Das Fürbittgebet ist ja im Grunde so ein Einüben in das Denken für andere. Dann werde ich da auch nochmal anders mit anderen Menschen umgehen. Wie kann man denn Menschen überzeugen, die sagen, beten ist nichts für mich, das ist mir alles fremd und ich kann mich da irgendwie nicht mit akklimatisieren? Welche Ideen haben Sie, auch Skeptiker, Skeptikerinnen zu überzeugen? Ja, ich habe ja vorhin schon angedeutet, es muss nicht unbedingt religiös sein. Es gibt Spiritualitätsformen mittlerweile auch für säkulare Menschen, die auch von säkularen Menschen praktiziert werden. Meditation, Achtsamkeitsübungen, stille Übungen, auch zum Beispiel die Praxis, was ja auch eine spirituelle Praxis ursprünglich mal war, die Praxis des Fastens
oder des einfachen Lebens, des genügsamen Lebens. Also all das sind solche Spiritualitätsformen, die man auch als nicht religiöser Mensch eigentlich praktizieren kann und bei denen man eben Erfahrungen machen kann, tiefergehende Erfahrungen, die uns nochmal auf den Weg bringen können, was im Leben eigentlich wichtig ist. Das heißt, Ihrer Meinung nach müsste Spiritualität mehr in den Lehrplan aufgenommen werden, weil wir müssen ja bei den Lehrern anfangen, dass sie dann auch genug Erfahrung damit haben, dass sie es den Schülern und Schülerinnen auch vermitteln können. Ja, es gibt natürlich auch schon Ansätze dazu. Also es gibt zum Beispiel die Ansätze, stille Übungen einzuführen. In der Grundschule fängt man bereits damit an, meditative Übungen einzuführen, was im Übrigen ja auch für das Schulklima, für das Klassenklima, für den Unterricht positiv sein kann, weil die Schülerinnen und Schüler da selber mehr zur Ruhe kommen. Es gibt vielleicht auch weniger Disziplinprobleme, aber vor allem merken die Schülerinnen und Schüler, das tut mir selber auch gut, dass ich da mal innehalten kann, dass ich mal zur Ruhe kommen kann in der Hektik des Schulbetriebs. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Pirner. Das ist ein sehr spannendes Thema. Danke für Ihre Zeit. Gerne.